Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack Opening mit und von Salon 07 Games. Wie ihr sehen könnt, Team der Woche Sets sind da. Insgesamt werden wir 5 Stück öffnen. Die ersten 4 sehen wir hier schon. Noch ein Team der Woche Set aus der letzten Team der Woche, wo Neymar und Suarez zu ziehen war. Und natürlich die aus dem aktuellen mit Aguero, Messi. Also wäre auf jeden Fall nice. Aber was heißt nice? Das wäre übertrieben geil, wenn wir einen von denen ziehen würden. Und dann haben wir auch noch ein tauschbares Team der Woche Set übrig. Und ja, wir starten einfach mal hier rein direkt mit den, Team der Woche 14 Spieler. Neymar in Form war dabei, Suarez in Form, waren schon einige gute dabei. Mal schauen, wer es am Ende wird. Komm, hau mal raus, eine Brasilien-Flagge. Ist es leider nicht. Wer ist denn das? Ach, Hertha BSC Berlin. Das ist der Kalou. 83er mittlerweile schon. Leider Tempo ein bisschen zu wenig für einen Außenspieler, also für einen LM. Von daher nicht so geil die Karte. Aber 83er ist gut, kann man verwenden für die nächste Tauschsparte, die in der Woche Set. Von daher geht so dieses Pack. Jetzt haben wir noch 2 Untauschsparte fertig hier. Nehmen wir das letzte, das Schlusslicht, und mal schauen, ob es Messi oder ein Aguero wird. Auf jeden Fall Argentinier. Wir würden uns über Argentinier freuen. Und es ist Brasilien. Jetzt kommt Brasilien. ZOM, wer ist denn das? Ach du heilige Neune. Was ist denn das für einer? Mossoro. Ja, gut, ne? 81er, ja gut, ne? Ja, davon gibt es ja einige von den 81er. Daher ist eigentlich dieses Team der Woche eigentlich richtig schlecht für diese Packs, weil man so gut wie sicher nicht zieht. Also, dass man da wirklich ein Aguero oder Messi zieht, wäre ein Wunder. Egal, wir öffnen jetzt das nächste und hoffen auf ein bisschen Pack-Luck. Vielleicht mal ein Walkout-Spieler hier. Oder einfach mal hier so argentinische Flagge. Es ist die japanische. Es ist Inui. Müsste das sein, glaube ich. Linkes Mittelfeld. So sieht's aus. Auch nur ein 82er. Oh, wow, wow. Es wird einfach nicht besser. Es wird nicht besser. Kommen wir jetzt zu dem Tauschbaren-Set. Oh, unsere letzte Hoffnung. Vorletzte Hoffnung. Es wird noch ein tauschbares Set geben. Mal schauen, ob wir Packluck haben. Los geht's. Komm schon, hau mal raus jetzt hier. Hau mal was raus im Tauschbaden. Eine Mille für mich, Jungs. Ah nein, ah nein. Leider nein, leider gar nicht. Es ist von Angers ein 81er Toko Ekambi. Ah, Toko Ekambi ist nicht viel wert. Schauen wir mal rein, was Toko Ekambi wert ist. Toko Ekambi ist stolz, 12k, 11k wert. Ja, super, danke. Ja. Dann schauen wir jetzt gleich nochmal rein ins letzte Team der Woche Set. Mal schauen, was wir da ziehen werden. Hier haben wir nochmal das Team der Woche. Die Spieler können wir ziehen. Auch ein Kane unter anderem oder hier. Ein von den beiden wäre auch schon gut als Brasilianer. Wir bekommen hier aber Mossoro. Und Toko Ekambi haben wir auch bekommen und Inui. Also nicht gerade eben die geilsten der geilsten. Mal schauen, wenn wir jetzt bekommen. Also ich sag mal so, wenn es einer von den 5 plus Benatia wird, ist es mega gut. Alles andere ist so nicht so toll. Gehen wir einfach mal rein, nicht in die Transferliste, sondern in das Set. Das allerletzte Set. N3, N2, N1. Come on, Pack Luck. Hau mal was raus. Für uns. Für das Video. Für alle. Was ist es? England, Innenverteidiger, ja, Gelka. Ich dachte ganz kurz vielleicht Kane, aber es ist ja Gelka. Und ja, Gelka mit 55 Tempo ist einfach nicht zu gebrauchen. Also den können wir komplett vergessen, leider Gottes. Ist auch, ja, vielleicht 16k wert, mehr aber auch nicht. Eieiei, leider hatten wir kein Packluck hier mit dem Team der Woche Sets, wie das halt so ist. Viele Coins sind dahin gegangen in dieser ganzen Aktion. Ich habe bestimmt an die 200.000 Coins für alles ausgegeben. Wir haben am Ende ein Dybala bekommen und ein Courtois. Und ja, und eine Menge doppelte und untauschbare Karten. Da machen wir nichts. Mal sehen, was so EA noch so raushaut. Das Totti kommt ja auch bald und da werden auf jeden Fall auch ein paar Packs geöffnet. Also, bis zum nächsten Pack-Opening. Bis dann.